Hey, ho Kartoffeln, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Video-Serie für euch am Start. Es ist mal wieder Dienstag und damit beginnt eine weitere Eventwoche in Red Dead Online. Nun ist es so, dass im Newsartikel nicht alles drinsteht, was es diese Woche wirklich alles Neues gibt. Interessanterweise wurden, warum auch immer, nämlich beide Halloween-Modi wieder zurückgebracht in der präsentierten Serie. Das hätte ich nun wirklich nicht erwartet. Nicht einmal im letzten Halloween hatten wir beide Modi, sondern nur den neuen, Dead of Night. Aber der viel coolere ist ja Fear of the Dark. Und der ist jetzt überraschend einfach mal Ende April wieder da. Warum auch immer, wird nicht mal im Newsartikel zusammen erwähnt mit den anderen Sachen. Könnte ein Fehler sein, aber ein ziemlich cooler Fehler. Nun habe ich probiert, in eine Lobby zu kommen und wie immer dauert das einfach ewig. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil es nur die präsentierte Serie ist, aber es dauert einfach mal locker 10 Minuten, bis sich 8 Leute zusammenfinden. 6 Jäger, 2 Dämonen. Aber wenn da mal eine Lobby voll ist, macht's auch wirklich viel Spaß. Ungefähr 10 Minuten Lobby warten, 3 Minuten Spielspaß ist die Devise. Müsst ihr entscheiden, ob sich das lohnt. Wenn ihr den Modus damals verpasst habt, schaut unbedingt mal wieder rein. Es ist so, dass die Jäger darauf aus sind, die ganzen Masken einzusammeln. Erst dann werden die Dämonen überhaupt verwundbar. Davor könnt ihr sie nur zu Boden bringen, aber die halten unglaublich viel aus. Am Anfang hat jeder nur ein Messer von den Jägern. Danach, je nachdem, wie viele Masken euer Team aufsammelt, werden die Waffen nach und nach stärker. Und wenn, wie gesagt, alle Masken aufgesammelt sind von den Jägern, dann könnt ihr die Dämonen auch permanent töten. Aber sobald ein Dämon einen Jäger tötet, der eine Maske auf hatte, werden alle seine Masken wieder verstreut. Das bedeutet, die Dämonen sind dann wieder unbesiegbar und das ganze Spiel geht von vorne los, bis eben wirklich alle Masken eingesammelt sind oder bis die Dämonen die Zeit rumbekommen haben. Ich finde das wirklich ein cooler Modus, aber die Jäger müssen extrem gut zusammenarbeiten, damit sie eine Chance haben. Und das konnte man in meinem Fall nicht gerade behaupten. Nicht nur, dass einer von meinem Team AFK war, das reicht ja noch nicht. Die anderen hatten noch überhaupt keinen Plan, was sie überhaupt machen sollen. Gerade war die Chance, die Dämonen ein für alle Mal zu vernichten und alle laufen einfach nur irgendwo rum. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der überhaupt auf die geschossen hatte. Von dem her hat es auch nicht lange gedauert, bis einer von unserem Team vernichtet war und wir das ganze Spiel wieder von vorne beginnen mussten. Aber sobald halt die Dämonen einmal wieder im Flow sind, können die halt die Jäger nach und nach dezimieren. Und die halten einfach so unglaublich viel aus. Und ein Treffer mit deren Hackebeil und man ist halt auch schon wieder down. Wiederbelebt wird man als Jäger auch wieder nur, wenn einer eine Maske aufsammelt. Das heißt, man ist so ein bisschen darauf angewiesen, dass sein Team auch ein bisschen was in dem Modus rafft. Aber ich hoffe, dadurch, dass ich es euch jetzt erklärt habe, habt ihr dann eine bessere Chance. Und das ist, glaube ich, das Nächste, was wir an neuem Content bekommen können bis zum 1. Juni, bis dann wirklich das nächste große Update kommt. Auch wenn die Telegram-Missionen in der Zwischenzeit theoretisch noch kommen könnten, ich vermute fast, das wird auch zum nächsten großen Update erst der Fall sein. Von dem her, genießt den Halloween-Modus, denn er wird wahrscheinlich nur diese Woche da sein. Falls ihr den damals verpasst habt, jetzt ist eure Chance, den nachzuholen. Gut, gehen wir an dieser Stelle zurück zum Newsartikel. Denn auch da muss ich sagen, das Einloggen wird sich diese Woche lohnen. Schwarzbrenner erhalten Boni in dieser Woche, wenn die Bevölkerung angetrunken bleibt. Interessante Headline. Kostenlose Maischefüllungen, Boni für Schwarzbrenner Story und Bootlegger-Mission. Nur der stärkste Schwarzgebrannte kann den unglaublichen Durst der hiesigen Bevölkerung stillen. Und ihr seid in der glücklichen Lage, daraus Profit zu schlagen. Der Abschluss beliebiger Schwarzbrenner Story und Bootlegger-Mission bringt euch in dieser Woche zweifache Red Dead Online Dollar und XP, während Verkäufe von Schwarzgebranntem mit eineinhalbfachen Red Dead Online-Dollar und doppelten Rollen-XP entlohnt werden. Leider nur Rollen-XP, nicht normale. Das bedeutet, das ist gut fürs Aufleveln der Rolle, aber nicht fürs Aufleveln des Outlaw-Passes. Trotzdem, die eineinhalbfache Menge an Dollar fürs Ausliefern, das schmeckt schon mal. Damit kann man diese Woche wirklich ziemlich viel Geld machen. Braucht die Vorräte, um mit dem Brennen loszulegen, seid unbesorgt. Alle Schwarzbrenner, die in dieser Woche spielen, irgendwann mal spielen, erhalten 10 kostenlose Maischefüllungen. Ich glaube, so viel auf einmal gab es noch nie. Und wenn ihr den starken Schwarzgebrannten macht, der sich ja auch am meisten lohnt, kostet eine Maische normalerweise 50 Dollar. Heißt, mit diesen 10 Gutscheinen schenkt euch Rockstar einfach mal so 500 Dollar fürs Einloggen. Lohnt sich also auf jeden Fall. Egal, ob ihr eure eigene Haut rettet oder die eures Nachbarn, ihr haltet für das Zerstören von 5 Straßensperren von Steuerbeamten ein Angebot für 40% Rabatt auf einen Schwarzbrennergegenstand, der Stufen angehend oder aufstrebend. Hier eine ziemlich coole Challenge für diese Woche. 5 Straßensperren einfach, leider nicht so eine stufenweise, dass man was bekommt für eine Straßensperre, für 3 und für 5, aber immerhin. Und erfahrene Schwarzbrenner, die bereits Rang 20 erreicht haben
Oh, Veteran, aufgepasst, was für euch vielleicht? Erhalten nach dem ersten abgeschlossenen Verkauf in dieser Woche ein Angebot für 40% Rabatt auf einen Schwarzbrenner Gegenstand, der Stufen etabliert oder anerkannt. Schade, da hätte man wirklich mal den Veteranen Respekt zollen können. Endlich mal eine Belohnung, die nur Leute bekommen, die eine Rolle schon durchgelevelt haben. Aber im Rabattgutschein, da lockt man halt wirklich niemanden hinterm Ofen hervor. Vor allem, weil es diese Woche ja ohnehin Aktionen gibt, wo es für viele Sachen, gerade für die Besten, schon 40% Rabatt gibt. Einfach so, ohne irgendwas zu machen. Da hätte man wirklich mehr draus machen können, aber naja. Alle, die noch damit beschäftigt sind, ihr Schwarzbrenner-Unternehmen aufzubauen, erhalten bis zum 3. Mai 5 Goldbarren Rabatt auf die Schwarzbrennerei. Hier mal wieder ein besserer Bonus für die, die doch gar nicht die Rolle haben, als für die, die sie schon durchgelevelt hatten. Schnellreisen und Schwarzbrennerumzug ist aber immerhin kostenlos für alle. Genießt die Freiheit, auf dass der Wind euch sicher nach Hause bringt. Alle Gebühren für die Verlegung der Schwarzbrennerei, die normalerweise 250 Dollar kostet, und Schnellreisen, was normalerweise nur 3 bis 5 Dollar kostet, werden in dieser Woche ausgesetzt. Falls ihr einen neuen Schutz vor den Elementen benötigt, werdet ihr im Vorteilsmenü ein Angebot von 30% auf einen beliebigen Poncho aus dem Katalog. Der Gutschein sollte innerhalb von 72 Stunden verfügbar sein, in Klammern. Ja, Ponchos werden rabattiert, warum auch immer, diesmal nur in Gutscheinform, aber andere Sachen gibt es auch wieder ganz normal rabattiert als Teil der Eventwoche, zum Beispiel 30% Rabatt auf die Schwarzbrennerei an sich und die Verbesserung für die Distille, 30% Rabatt auf Emotes, 30% auf Westen, 40% auf den Norfolk Roadster, alle Varianten davon und gerade der Beste zählt zu den schnellsten Pferden überhaupt. Wobei die Stats immer so ein bisschen trügerisch sind, das bedeutet trotzdem nur, dass ihr im Rennen vielleicht eine halbe Sekunde schneller seid als eure Gegner. Und dann nochmal 40% Rabatt auf die Schwarzbrenner-Rollenoutfits. Es gibt natürlich auch mal wieder neue Klamotten, also limitierte Klamotten, die mal wieder zurück sind im Katalog. Darunter die Ortega-Weste, die Karo-Mütze, der Waschbärenhut, die Carver-Hose und die Fell-Schienbeinschützer, falls ihr irgendwas für ein richtig dickes Winteroutfit braucht. Ich finde eigentlich hier die Ortega-Weste ganz nett, auch wenn sie ein bisschen komisch ausschaut. Guckt euch mal an, was bei meinem Waffengürtel passiert. Dass der manchmal dicker wird, manchmal dünner, je nachdem, was für eine Weste ich anhabe. Das scheint mir doch auch ein Bug zu sein, oder? Die Carbo-Hose ist auch noch ganz nett, aber diese Klamotten kommen und gehen ja immer wieder mal. Also falls ihr sie verpasst, ist es auch kein großer Beinbruch. Ansonsten gibt es immer noch die Prime Gaming Rewards, die ihr bekommt, wenn ihr euren Social Club Account mit Twitch Prime verbunden habt. Darunter die kostenlose Kopfgeldjäger-Lizenz und den getrimmten Amethystanstrich für den Kopfgeldjäger-Wagen. Und alle, die das vor dem 10. Mai noch machen, bekommen Angebote und Gutscheine für ein kostenloses Warmitgewehr, 30% Rabatt auf den Jagdwagen und 50 kostenlose Händlerwaren. Damit haben wir den Newsartikel auch gemeinsam durch. Wie gesagt, das Highlight absolut. Immer noch Fear of the Dark. Unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auch wenn ihr normalerweise nicht so auf PvP steht. Weil man muss sagen, der Modus ist eigentlich schon ziemlich unbalanced, der ist schon deutlich für die Dämonen ausgelegt, aber wenn ein Jägerteam weiß, was sie machen, dann können sie die Dämonen ganz gut in die Mangel nehmen. Ich werde das Ganze auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen zocken, vielleicht sogar noch streamen diese Woche, mal gucken. Ich hoffe immer noch, dass wir die Telegram-Missionen bekommen vor dem nächsten Update, aber auch das ist ja mittlerweile nur noch, in Anführungszeichen, nur noch einen Monat weg. Ich hoffe, bis dahin können wir es irgendwie durchhalten. Ich verabschiede mich an der Stelle wie immer mit einem Shoutout an meine Kartoffelritter, die mich finanziell mit einer Kanal-Mitgliedschaft unterstützen. Vor allem meine Prophet, Chris, der Joker, René, Markus, Marcel, Ralf, Kevin, Big Chris, TV, Lil Assassin, Kuroka, Drank, TV, Tamara, Herr Lukas, Marco, Lananda, Gerald, Last Human, Chili, Tom, Christian, Whitey, McLean, Grey, Shooter, Chris, Michael, Alfred und Fotis. Vielen Dank an euch, ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Boom, ba-ba-dam, boom. Ba-ba-dum-bum, United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.